Moin moin Leute, mein Name ist Refaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu den Free-to-Play-News der vergangenen Woche. Die Zeit vergeht wie im Flug, es ist schon wieder Sonntag, die Gamescom steht bald vor der Tür. Ich kann leider nicht hin, freue mich aber sehr darauf, von anderen YouTubern und durch die Medien viel darüber zu berichten. Aber ich habe erstmal für euch die Top 5 Meldungen im Free-to-Play-Bereich der vergangenen Woche. Meine erste Meldung dreht sich um Long Dragon Blood, ein neues Free-to-Play-Anime-MMO, welches ich gerade letzte Woche reviewed habe. Und schon gibt es die erste Meldung dazu. Das Game hat nämlich seinen ersten großen Update bekommen. Beim Review habe ich schon gesagt, es ist sehr frisch und ich freue mich, dass es so schnell geht mit den Updates. Und was bringt dieses Update? Es wurde hier und da natürlich viel an der Performance verbessert, an ein bisschen Bugfixes, ein paar neue Sachen gibt es. Und das Wichtigste ist aber, der Level Cap ist direkt erhöht worden von Level 50 auf Level 60. Was bedeutet das? Es kommen natürlich viele neue Quests, ein komplett neues Skillsystem dazu und sogar ein paar neue Dungeons, unter anderem eine kleine Eishöhle und ein ziemlich großes Schlachtfeld. Zum Skillsystem kann man sagen, das nennt sich Meridian und ihr könnt jetzt zwei verschiedene Arten von Kristallen, das sind einmal die Meridian-Kristalle und Baiha-Kristallen sammeln und diese könnt ihr letztendlich dann in eure passiven Skills investieren. Klingt ganz cool und wenn ihr Long Dragon Blood noch nicht kennt, empfehle ich euch mein Review, findet ihr wie alle anderen Reviews in meiner First Look und Review Playlist. Ich arbeite zurzeit an einem Top 5 der Free-to-Play-Online-Shooter und daher ist die Meldung über Warface für mich wirklich sehr, sehr passend gekommen, denn ich freue mich, das Spiel dann vielleicht in diese Reihe aufnehmen zu können. Warface geht endlich weiter. Nachdem Trion Worlds rausgeschmissen worden ist als Publisher und Crytek gesagt hat, wir übernehmen es selbst, geht es jetzt mit dem Game endlich weiter in die Closed Beta. Daneben wird man es auch in der Woche Gamescom spielen können, aber ab dem 21. August wird das Spiel wieder auf GeForce spielbar sein für alle, die einen Closed Beta Account bereits haben. Ich bin einer der Glücklichen, der so einen hat, freue mich sehr, das Spiel dann wieder anzocken zu können, euch darüber berichten zu können und wenn ihr noch nicht einer der Glücklichen seid, dann könnt ihr euch jetzt immer noch für die Closed Beta registrieren. Den Link findet ihr wie auch alle anderen Links zu den Meldungen unten in der Videobeschreibung. Drakensang Online ist ein Free-to-Play-Action-MMO nach guter alter Diablo-Art und auch dieses Spiel hat jetzt einen ziemlich großen neuen Update bekommen. Das neue Update bringt euch nach Midorsh. Midorsh ist ein Land der Zwerge, was seit über 2000 Jahren in einem unerbittlichen Krieg zwischen einzelnen Zwergenvölker ist. Sehr, sehr cool gemacht, sieht sehr gut aus, es wurde natürlich ein bisschen nochmal an der Grafik gefeilt und ja, wenn ihr da mal Bock drauf habt, Drakensang Online euch anzuschauen, ist es vielleicht jetzt wieder ja, ein guter Zeitpunkt mit den neuen Quests, mit einer tollen neuen Geschichte. Jede Klasse kann jetzt zwei neue Talente lernen, insgesamt gibt es bis zu 200 neue Items und das Level Cap ist auch auf Level 45 aufgehoben worden. Drakensang Online ist ein recht cooles Game, könnt ihr entweder im Browser oder durch einen Download des Clients spielen. Ich empfehle euch, ladet den Client runter, weil dann sieht das Ganze doch ein Stückchen besser aus. Aber darum geht's gerade nicht, sondern eigentlich nur um den Update. Also Drakensang Online, schaut es euch ruhig mal an, wenn ihr auf solche Spiele steht. Sonst ist es bei mir ja eher so eine sehr MMO-lastige Woche, diesmal war es eine sehr Update-lastige Woche und diesmal geht es um Smite. Smite, ein Free-to-Play-MOBA-Spiel in 3D, welches ich sehr gerne spiele und welches ich demnächst auch einfach mal reviewen werde, denn ich habe schon viel darüber erzählt, aber noch nicht ein Review darüber gemacht. Und ja, auch Smite hat einen neuen Update bekommen. Das wurde komplett überarbeitet, noch einmal, also es wurde noch richtig an der Optik gefeilt, hier und da im Itemshop noch ein bisschen gedreht, also an den nicht in den Ingame-Itemshop, sondern in den Shop für eure Gegenstände der Götter. Natürlich wieder ein paar Bugfixes, ein bisschen an der Stabilität des Games gearbeitet, aber die größte Änderung ist, dass die Conquest Map, also die Map, wo ihr wirklich dieses reine MOBA-Spiel spielt, auf der Lane mit 5 Leuten, die ist nochmal überarbeitet worden. Die wurde vor ein paar Wochen schon ein bisschen kleiner gemacht und diesmal ist sie nochmal an der Optik komplett angepasst worden, damit es einfach zu diesem Smite-Flair passt. Finde ich sehr cool, Hi-Rez haut da richtig rein, was Updates und so weiter angeht und ja, demnächst wird das Spiel ja aus der Closed-Beta, beziehungsweise, Entschuldigung, aus der Open-Beta rausgehen. Wenn ihr Bock habt, mal Smite mit mir zusammen zu spielen,
Edit mich in-game, ich heiße ReFazer und bin eigentlich regelmäßig in Smite auch online. Und meine Top-Meldung der Woche dreht sich nicht um ein bestimmtes Spiel, sondern eigentlich um eine bestimmte Messe, nämlich um die Gamescom. Ja, die Gamescom steht vor der Tür. Ich freue mich sehr darauf, auch wenn ich leider persönlich nicht dort sein kann, würde ich unglaublich gerne sein und auch nicht wegen der Games, sondern wie die meisten es sagen, um einfach YouTuber, die man jetzt über die Zeit kennengelernt hat, einfach mal live zu sehen, persönlich zu treffen, mit denen zu schnacken, sich auszutauschen. Das werde ich dieses Jahr leider nicht schaffen, aber hoffentlich dann zum nächsten Jahr. Aber Gamescom, was hat das mit Free-to-Play-Games zu tun? Eine Menge, denn auch auf der Gamescom sind sehr viele Free-to-Play-Games vertreten. Es wird viele Neuvorstellungen im Bereich Free-to-Play-Games geben. Und auch Dragon's Profit zum Beispiel hat zu einer Konferenz eingeladen, wo man einfach ein ganz neues Content-Update sehen wird. Daher auch im Hintergrund ein Dragon's Profit-Gameplay. Snow wird ein neues Free-to-Play-Sportspiel, welches nur auf der Gamescom präsentiert wird. Und es sind sogar Free-to-Play-Games für die Gamescom Awards 2013 nominiert. Warframe ist als Koop-Shooter nominiert, Wildstar als Free-to-Play-MMO und War Thunder als Luftkampfsimulation. Was mich gewundert hat, World of Warframe wurde im Bereich Social Casual Online-Spiel nominiert. Sehe ich zwar nicht da drinnen, aber hey, ich habe nichts mit der Liste zu tun, das macht die Gamescom selbst. Das ist aber meine Top-Meldung und auch bei mir auf dem Kanal werdet ihr natürlich über sämtliche Gamescom-Meldungen rund um Free-to-Play-Games irgendwie immer aktualisiert bleiben. So Leute, das war's auch schon wieder diese Woche mit den Free-to-Play-News. Ich hoffe, ihr seid mal wieder auf dem Laufenden in diesem Bereich. Dass euch die News gefallen haben, lasst mir gerne einen Kommentar da, ein Abo, wenn ihr mich noch nicht kennt. Oder einfach auch ein bisschen positive wie negative Kritik, damit ich weiß, was ich verbessern kann, was euch gefällt oder was ihr vielleicht noch auf meinem Kanal sehen könnt. Von mir war's das für dieses Video. Vielleicht sehen wir uns dann auch in meinem nächsten Video. Und daher sage ich schon mal ciao, ich bin dann mal raus.